Yoga Vidya Aufbaukurs, 5. Stunde, Yoga Vidya Anfängerkurs, 10. Stunde, Tipps für Yogalehrerinnen und Yogalehrer. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag mit Tipps für Yogalehrer und Yogalehrerinnen. Wieder also kein Übungsvideo, aber ein Vortragsvideo für Teilnehmende der Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung oder auch Absolventen der Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Heute spreche ich über die Abschlussstunde des 5-wöchigen Aufbaukurses oder des 10-wöchigen Anfängerkurses. In der Anfangsbesprechung kannst du erstmal fragen, wer will anschließend weitermachen. Du hast anschließend einen Yoga 3 oder einen nächsten 10-wöchigen Kurs, dann hast du hoffentlich schon vorher darauf aufmerksam gemacht, dass Teilnehmende sich das überlegen können. Du kannst fragen, wer weitermacht. Du könntest sogar schon eine Kurskarte mitnehmen, Teilnehmende eintragen lassen. Oder du könntest eben erwähnen, dass es danach weitergeht mit offenen Stunden oder was auch immer du anzubieten hast. Oder das Zentrum anzubieten hat, in dem du unterrichtest. Ja, danach folgt die Praxis. Du kannst praktisch die Yoga-Vidya-Grundstunde geben. Also die ganz normale Grundstunde und eben auch die klassische Yoga-Vidya-Tiefenentspannung mit Anfang, mit Anspannen, Loslassen, Autosuggestion, Visualisierung, Fantasiereise und Stille. Danach Aufsetzen, Om und Meditation, zum Beispiel Trataka. Tratak ist gerade wieder am Ende des Kurses besonders schön. Teilnehmende setzen sich in einen Kreis, Kerze in der Mitte, 30 Sekunden lang in die Kerze schauen lassen, bis 40 Sekunden. Dann Augen schließen, Teilnehmende spüren nach, sehen das nach, die nach, ja, Wirkung im dritten Auge oder sehen ein Bild, vielleicht das Negativbild oder andere Lichter. Dann wieder 30 bis 40 Sekunden offene Augen, wieder 30 bis 60 Sekunden geschlossene Augen, dann wieder offene Augen, geschlossene Augen, das dreimal so wechseln, zum Schluss etwas länger geschlossene Augen und danach dreimal Om Mantra. Om Shanti und Om Bolo Satguru Shivananda Maharaja Ki Jai. Dieses Sitzen im Kreis mit Tratak verbindet die Teilnehmenden nochmal sehr gut. Du kannst eine Abschlussrunde machen. Jeder kann nochmal sagen, was ihm oder ihr besonders gefallen hat oder was seine, ihre Erfahrung war. Das ist zum einen schön, dass alle Teilnehmenden sich gut verabschieden, dass du nochmal merkst, wie großartig Yoga wirkt. Du bekommst dann Inspiration, dich mehr dafür zu engagieren. Bei größeren Gruppen geht vielleicht nicht die volle Abschlussrunde. Da kannst du einfach ein paar Teilnehmende etwas fragen, wie war es denn? Ja, wie kannst du einfach fragen, möchten vielleicht ein paar die Feedbacks geben können. Kannst jemanden anschauen oder auch drei gleichzeitig anschauen. Kannst einfach sagen, ja, vielleicht willst du was sagen. Jemand anders anschauen, willst du was sagen? Mag noch jemand etwas sagen? Und so haben ein paar Menschen etwas gesagt. Und dann erwähnst du nochmal, wie es weitergehen kann. Zum Beispiel mit einem nächsten Kurs, zum Beispiel mit offenen Stunden. Oder du kannst sie auch motivieren, mal eine Yoga-Ferienwoche bei Yoga Vidya mitzumachen. Vielleicht magst du auch das Yoga Vidya Seminarhäuser-Programm verteilen. Oder auch auf Yogalehrerausbildungen hinweisen. Ja, wenn du darüber noch mehr wissen willst, wie man diese letzte Stunde gestalten kann, dann schaue doch einfach auf unseren Internetseiten nach www.yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Suchfeld und in das Suchfeld kannst du ja eingeben Yoga Vidya Anfängerkurs, 10. Stunde Kursvideo und so kannst du sehen, wie man zum Beispiel die 10. Stunde eines Anfängerkurses oder die 5. Stunde eines Aufbaukurses gestalten kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Diese Reihe gibt es ja sowohl als Videoreihe wie auch als Audioreihe. Mein Name ist Sukadev.
Kamera Eduard Schnitt Nanda hochladen und veröffentlichen, Mirabai und Omkara und viele andere Sevakas bei Yoga Vidya. Om, 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 Om Savamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostote Narayani Namostote. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shivishnu Devananda Maharaj Ki Jai.